Meine lieben Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, Sie glauben gar nicht, wie sehr ich mich darüber freue, das so sagen zu dürfen. Meine lieben Kolpingschwestern und Kolpingbrüder, diese Begrüßung, das ist so wie ein vermisstes Stück Schokolade, das ich ja nur noch recht selten genießen darf. Danke, dass ich heute Abend hier predigen darf. Christoph, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und herzlichen Dank an euch für die freundliche Begrüßung. Ich profitiere direkt davon, dass die Konferenzsprachen ausgeweitet wurden. So kam das gleich viermal hintereinander. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ihr seid das Salz der Erde. Dieses Evangelium, was wir gerade gehört haben, das hören wir immer, wenn wir in der Eucharistiefeier uns zu Ehren unseres seligen Adolf Kolping treffen. Ein Text, den die Römer nicht besser hätten aussuchen können. Nicht alles, was in Rom so entschieden und ausgesucht wird, ist immer so nach meinem Geschmack. Aber hier haben die Römer einen Volltreffer gelandet. Dieser Text wird Adolf Kolping nun wirklich gerecht, weil hier mit Salz und mit Licht zwei Symbole vorkommen, die wirklich jeder kennt und das auf der ganzen Welt, die in unserem Alltag vorkommen und damit das Handgreifliche unseres christlichen Glaubens darstellen, in diesen beiden so profanen Symbolen. Adolf Kolping war es wichtig, dass die frohe Botschaft nicht nur irgendwie in edlen Büchern, in goldenen Lettern festgehalten ist. Er wollte, dass sie im Alltag verkündet gelebt wird. Und Kolping war ein religiöses Genie. Er verstand es, Glauben und Leben miteinander in Einklang zu bringen und dabei die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Seine Nähe zu den Sorgen und Nöten einer damals sozial benachteiligten Gesellschaftsgruppierung brachte ihm nicht die sofortige kirchliche und gesellschaftliche Anerkennung. Ganz im Gegenteil, er war ein Außenseiter. Und da wurde ihm Gottvertrauen, Geduld abverlangt bei seinem Anliegen, in weiten Teilen von Kirche und Gesellschaft Verständnis zu bekommen. Das hat gedauert, bis die Granden der damaligen Zeit verstanden haben. Natürlich muss Kirche sich um die sozial Benachteiligten kümmern. Das war ein ganz neues Denken, das Adolf Kolping geholfen hat, hineinzutragen in die Verantwortlichen der damaligen Kirche. Adolf Kolpings Vorbild kann, soll, muss und darf uns Ansporn sein für unser Agieren. Heute im Kolpingwerk und überall auf der Welt. Die Welt, die Lebensbedingungen der Welt sind so, wie sie sind. Und deshalb ist heute unsere Solidarität mit den Armen, mit dem am Rand Stehenden, mit denen, die mit Sorgen und Nöten geplagt sind, gefordert. Solidarität mit Worten, wenn es darum geht, in Richtung der Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Gesellschaft, Politik und Kirche klar Stellung zu beziehen, dass keiner an unseren Werten, den Werten unseres Kolpingwerks als Sozialverband vorbei kann. Und dann auch Solidarität in Taten, vor Ort, im Nahbereich wie weltweit, damit den Verlorenen die Liebe Gottes näher gebracht werden kann, damit wir mit ihnen gemeinsam Wege gehen durch die Gegenwart hinein in eine gute Zukunft, auch durch unser Zutun. Die Menschen warten auf uns Christen und sie dürfen erwarten, dass wir für sie Partei ergreifen. Das ist heute Teil unseres Auftrags als Kirche, unseres Auftrags im Kolpingwerk international mit all seinen Gliederungen hinein in die ganze Welt. Dass wir unser Salz und unser Licht, unsere Möglichkeiten mit hineingeben zur Gestaltung einer gerechteren Welt. Und zwar nicht irgendwann in vielleicht dann auch noch ferner Zukunft, sondern wenigstens beginnend schon jetzt hier in der Gegenwart. Jeder
Jede von uns ist als Jüngerin, als Jünger gesandt mit dem Beistand des Geistes, den wir in Taufe und Firmung empfangen haben. Jeder, jede kann, soll seine und ihre Möglichkeiten mit hineingeben und mag die einzelne Möglichkeit uns selbst, unsere Möglichkeit, noch so klein erscheinen. Die Summe aller Möglichkeiten macht das positive Ergebnis aus, das wir uns vielleicht gar nicht erträumen können. Hunderttausende Kolpingschwestern und Kolpingbrüdern haben sich seit der Zeit Adolf Kolpings von seiner Grundidee leiten lassen und immer das ihnen Mögliche dazugetan, dass das Kolpingwerk wachsen kann, dass Menschen das gute Leben, das sie führen könnten, auch führen können. Überall auf der Welt, in den unterschiedlichsten Formaten und Funktionen. Einer von den vielen, das ist unser Generalpräses Christoph Huber. Den erwähne ich heute aus besonderem Grund, weil wir sein silbernes Priesterjubiläum feiern dürfen. Vor 25 Jahren hat Christoph damals vom Kardinal gesagt, ich bin bereit. Bereit, Jesus Christus seiner Botschaft, dem Evangelium in besonderer Art und Weise als Priester zu folgen. Und ich denke, wir alle sagen, lieber Christoph, Gott sei Dank, dass du das damals gesagt hast. Gut, dass du auf deine dir eigene Art und Weise die Botschaft vom lebendigen, von leidenschaftlichen Gott, von unserem Herrn Jesus Christus und unserem Bruder verkündest. Liebe Schwestern und Brüder, wer vor 25 Jahren zum Priester geweiht wurde, der ist noch mit der Botschaft des Aggiornamento im Nachgang des Zweiten Vatikanischen Konzils aufgebrochen, den Glauben ins Heute zu tragen, die Zeichen der Zeit zu verstehen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten, so heißt es in den Texten des Zweiten Vatikanums, oder mit Adolf Kolping gesprochen, die Sorgen und Nöte der Menschen wahrzunehmen und adäquat zu handeln. Das war nicht Anbiederung der Christen an die moderne Welt, sondern die adäquate Art und Weise, das Evangelium zu interpretieren und zu leben. Mit den Menschen gemeinsam zu leben, dass der Priester nicht auf einem Sockel über der Gemeinde steht, von der Kanzel herunter predigt, sondern mit ihnen gemeinsam auf dem Weg ist. Kritische christliche Zeitgenossenschaft nenne ich das, als die Aufmerksamkeit dafür, dass das Evangelium nicht um seine Kraft gebracht werden darf. Sie ist ein Verhältnis zur Gegenwart, wie es der Theologe Hugo Rana einmal beschrieben hat. Der Christ soll Abstand halten von dieser Welt, ohne sie zu verachten. Er soll sie lieben, ohne sie zu verlieren. Zeitgenossenschaft in Erinnerung an den Ursprung, der das Vordergründige in Frage stellt und anspricht, was diese Welt im Innersten zusammenhält. Und so ist der Priester Zeitgenosse immer dann, wenn er die Worte spricht, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und gleichzeitig mit Taten dazu beiträgt, dass diese Botschaft Jesu Christi lebendig bleibt. Nicht er allein, sondern gemeinsam mit all denen, die ihm anvertraut sind. Und wir im Verband dürfen sagen, wir gemeinsam tragen diese Verantwortung hinein in die Welt. Der Priester ist Repräsentant des Vermächtnisses Jesus, der eben nicht zu allem Ja und Amen sagt, wohl aber in allem den Weg weist. Und sei der Weg dieses Klassische, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Lieber Christoph, 25 Jahre in dieser Kirche Dienst tun, das ist eine lange Zeit. Und ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass du diese Zeit für die Kirche und natürlich in großen Teilen insbesondere für unser Kolpingwerk eingesetzt hast, durch die verschiedenen Ebenen hindurch bis jetzt auf der internationalen Ebene als Generalpräses.
Bischof Kamphaus sagte einmal von der Zeit, das Beste, was wir machen können, ist, wir können die Zeit verschenken. Ganz herzlichen Dank, dass du deine Zeit, dein Glaubensbeispiel, dein Vorbild geschenkt hast und dass du jetzt da bist, wo du bist. Gott stellt jeden dahin, wo er ihn braucht. Deine Zeit und deine Tätigkeit, sie ist so wertvoll. Adolf Kolping sagte einmal, die Zeit an sich betrachtet ist völlig wertlos. Sie erhält den Wert für uns erst durch unsere Tätigkeit in ihr. Deine Zeit ist so wertvoll. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und wie der gepflegte Lateiner sagt, ad multos annos. Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen. Amen.